Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir, wie ihr gelesen habt, bieten diesmal kein Technikvideo. Ich glaube, ihr habt genug Technikvideos gesehen. Das glaube ich auch. Wir machen einen kleinen Reisevlog. Wo der lang geht, das wissen wir selber nicht. Wir sind sehr spontan unterwegs. Aber alles beginnt erst nach unserem Intro. Starten tut unsere Tour im wunderschönen Kiel, im wunderschönen Schleswig-Holstein. Jawohl. Wir blenden euch da gerade ein schönes Bild ein, denn wenn Kreuzfahrtcamper unterwegs sind, sind Kreuzfahrtschiffe nicht weit weg. Das meistens nicht, zumindest wenn wir an der See unterwegs sind. Wobei, das ist reiner Zufall. Ja. Wobei, was hat reiner damit zu tun, das wissen wir auch nicht. Ja, wir wollen jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Dann werden wir euch gleich mal zeigen, was für eine Möglichkeit haben, um Brötchen aufzubacken. Ja, wir haben uns da selbst was gebastelt. Und man kein Omnia-Ofen hat. Genau. Das zeigen wir euch gleich. Und ja, wir sind dann frühstücken und dann gehen wir nochmal auch kurz vor der Tür. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Gestern waren wir schon in La Boe. Zwischenzeitlich dachten wir, ich wollte ihm frohe Weihnachten wünschen. Soweit war es schon. Ja. So viel Hagel war schon. Alles weiß, die ganze Straße. Also echt. Und wir haben wirklich ausgeharrt und dann abends kam noch richtig geiler Sonnenschein. Auch da blenden wir euch gerade mal ein Bild ein. Also war richtig toll. Mhm. Und ja, jetzt genießen wir hier das schöne Wetter. Soll nicht so lange schön bleiben, so bis 11, 12. Aber die Zeit werden wir jetzt nutzen. Und jetzt heißt es Frühstück. Was soll ich sagen? Omnia haben wir nicht. Wir haben nur eine Pfanne. Wir haben auch kein Gitter zum Reinlegen. Wir wollen ja die Brötchen aufbacken. Wir haben jetzt gesagt, naja, man muss sich ja nur behelfen wissen. Ich leg einfach ein paar Gabeln da rein, so dass die Brötchen dann dementsprechend einfach vom Boden hochkommen. Hat beim letzten Mal schon gut geklappt. Und so machen wir das einfach wieder. Und dann lege ich einfach die Brötchen da drauf. Wir haben jetzt hier 5, aber 4 kriege ich halt nur rein in die Pfanne. Oder vielleicht in der Mitte noch eins. Müssen wir mal gucken. Probieren wir es mal. Deckel drauf. Ja, geht so. Und dann heißt Gas geben. Also wie ihr seht, es geht auch ohne besondere Zusatzsätze. Man muss sich halt nur einfach behelfen zu wissen sozusagen. Und fertig ist die Kiste. Brötchen sind fertig. Ich halte es mal hoch. Ein bisschen Röstaroma, aber naja, wenn man. Naja, das hast du aber im Omnia auch. Also. Je nachdem, gerade wenn es ein Keim macht, bei Dirk weiß ich gar nicht, da sind die Bratwürste. Doch, doch, bei denen ist das auch immer ein bisschen. Dirk also, ist auch immer schwarz, ne? Nee, aber wenn Sonja das macht, dann ist das auch immer so ein bisschen. Ah. Das ist halt einfach so, weil man muss die halt öfter mal drehen und so weiter. Und wenn du dann eine Minute zu spät bist, dann ist das halt so. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Das kann man auch ein ganz bisschen abkratzen. Ist ja auch nur ein ganz bisschen. Ja, wir werden jetzt lecker, wie gesagt, frühstücken. Erstmal schöne Brötchen, dann haben wir noch Tee, O-Saft. Also wir lassen uns jetzt richtig gut genießen. Und sobald wir fertig sind mit Abwaschen, uns fertig machen, dann wollen wir noch rausgehen, weil, hoch, das ist so schön da draußen. Genau, und da zeigen wir euch natürlich nochmal hier Kiel. Also das heißt zumindest hier so. Nein, nur das hier. Die Einmündung hier, die zeigen wir euch dafür nochmal. Und ja, das ist bei dem Wetter natürlich mega gut. In diesem Sinne, guten Hunger. Guten Hunger. Frühstück ist erfolgreich beendet worden. Ja, ein paar Meter gegangen, würde ich sagen. Ja, ein paar Meter. Wir gehen gleich mal auf die andere Seite und dann zeigen wir euch, ob wir das mal zeigen können, weil ich sehe bis von hier immer noch den Malibu. Also, ja, ich habe ja gesagt, ein paar Meter gegangen, paar Kilometer. Genau. Wir versuchen mal das zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das die Kamera sein kann. Also genau da gegenüber, da ist eine TUI Main Schiff, und zwar die Main Schiff 1. Die soll wohl rein theoretisch, wenn ich das richtig gehöre, verstanden habe bei Matthias Mohr, den Schiffstester, das verlinken wir euch mal. Habe ich wieder ein bisschen Arbeit, warum erzähle ich sowas? Ich weiß es nicht. Weil er gut ist, deshalb. Die soll demnächst auf Touren gehen hier aus. Die AIDA Sol ist auch schon da, die macht ja auch irgendwie Touren, die macht eine einwöchige Tour. Die AIDA, keine Ahnung. Wenn ihr Informationen wollt, geht doch mal zum Schiffstester. Sind auf jeden Fall blaue Reisen, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig? Bei TUI ist immer alles blau, da ist ja alles all inclusive. Ja, gut, das sowieso. Ja, sonst haben wir einen schönen Blick auf ein Kriegsschiff.
Naja, ob das so schön ist, wissen wir nicht, aber zeigen wir euch gleich da mal. Da steht auf jeden Fall was. Und sonst haben wir einen schönen Blick auf La Boe, wo wir ja, wie gesagt, gestern waren. Ach, wir genießen das gerade so, weil wir haben wirklich die ersten Tage, die wir so unterwegs waren, nur Regen gehabt. Immer mal wieder Sonnenschein, das ist ja. Und ich folge ja bei Instagram einen Pat Jabbers, der war irgendwie bei Big Brother. Gucke ich ja selber nicht, aber und der sagt das zu Recht, seine App zeigt auch noch Regen, 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 Regen an und irgendwie so wirklich Regen ist es nicht. Ich würde behaupten, er hat ja, ein iPhone. Wir hatten aber viel Regen, also das ja, muss man schon sagen. Aber ich würde behaupten, er hat ein iPhone, weil da steht nur Regen und wenn du an anderen Apps gehst, siehst du ab und zu mal Sonnenschein. So, ich glaube, jetzt macht Jeff noch einen kleinen Schwenk, was wir hier sehen und ja, dann werden wir mal sehen, was wir als nächstes machen. Ja, wir haben uns fertig gemacht und ihr seht, es ist schon wieder grauer geworden. Aber wir sind eigentlich jetzt nur rausgegangen, weil, wenn ihr das jetzt da seht, die Mein Schiff 1, ja, haut ab. Wo sind die hin? Ja, wir glauben, die macht einfach nur eine Testfahrt. Genau, weil die ja, eigentliche Fahrt geht erst, ja, wie gesagt, Pfingsten los und wir haben noch nicht Pfingsten. Ja, lasst uns einfach mal überraschen. Wir werden jetzt noch ein, zwei Fotos schießen, damit ihr sie näher ranbekommt. Ja, und dann werden wir dasselbe machen wie die Mein Schiff 1. Wir werden Kiel verlassen. Also wir werden Kiel verlassen. Ich glaube, die kommen wieder. Das wissen wir aber nicht. Wir sind wieder reingegangen, sehen den Hintern der Mein Schiff 1, wie sie Kiel gerade verlässt. Wie gesagt, sie kommt wieder, ich glaube, nur so eine Testtour. Wir werden jetzt Richtung Rheinfeld fahren, so Holstein, weil wir wollen zu Fritz Berger. Das ist keine Werbung, weil da werden wir einkaufen gehen, weil hier in Schleswig-Holstein ist das nämlich relativ einfach. Genau, wir haben ja hier relativ geringe Inzidenzen, also dürfen wir hier auch mit der Luca-App, glaube ich. Genau, das werden wir noch mal sehen, das werden wir euch dann berichten, genau, wenn wir da fertig sind. Auf jeden Fall ist das der Ziel und wir wollen mal gucken, ob jetzt so die Stellplätze wirklich aufhaben. Denn das müssen wir sagen, gestern La Boe sind wir ja weggefahren, weil der Stellplatz war noch nicht offen. Ganz offiziell heißt es seit heute, seit dem 17. Mai. Und ganz wichtig, heute ist internationaler Tag gegen Homophobie, Biphobie, Transphobie, also leider Hobbit oder wie das sich nennt. Auf jeden Fall ganz wichtiger Tag. Da wollen wir natürlich auch dann nochmal Flagge zeigen. Also stellt euch jetzt hier die Regenbogenflagge vor, die ich gerade hier wedel. Mhm. Ja, das ist ja auch immer wichtig. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen fahren und wir melden uns dann nach Fritz Berger wieder. Angekommen sind wir in Rheinfeld. Und was ist in Rheinfeld? Richtig, Fritz Berger. Und da wollen wir jetzt mal kurz shoppen, weil so gut seine Idee mit den 5 Gabeln in der Pfanne ist, ist es doch besser diese Variante. Wir haben uns jetzt einfach diesen Grillrost vom Omnia geholt. Ein Omnia brauchen wir halt einfach erstmal nicht. Nö, das kann auch, man in die Pfanne reinpacken und gut, genau, ist die Kiste. Gab's auch gar nicht. Das machen wir jetzt einfach bei demnächst und testen das mal aus, sagen euch, ob es funktioniert. Geklaut haben wir ja die Idee schon bei jemand anders. Ich weiß nicht, das sind solche Malibu-Fahrer, weiße fahren sie, kommen so aus der Bodenseeregion. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wahrscheinlich. Ja, und wir haben uns noch was anderes gekauft, weil wenn man dann doch mal auf dem Stellplatz oder Campingplatz ist, kann man auch mal gerade stehen. Genau. Auffahrkeile. Auffahrkeile, sowas kennen wir gar nicht. Wir kennen Steine oder sowas, aber Auffahrkeile ist mal was Neues für uns. Ist jetzt auf jeden Fall was sehr, sehr Neues, genau. Ja, ja, das bringen wir gleich in den Keller. Noch eine Kleinigkeit für die Toilette. Das muss auch einfach sein. Wir haben noch keinen Sog und wie gesagt, rein theoretisch sollte das nicht unser Malibu werden. Kommt hier auch kein Sog rein. Sollte das einer von werden? Von uns nicht.
dann bauen wir definitiv da einen Sog ein, damit wir halt sowas nicht mehr brauchen. Aber es ist biologisch, also von daher ist es schon ein bisschen besser als diese, ich sag mal, schlimmere Chemie. Genau. Ja, jetzt wollen wir einkaufen fahren. Gegenüber ist wohl so ein Famila, also so ein Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft, weil wir brauchen ja Lebensmittel. Mhm. Wir schauen wahrscheinlich, dass wir das für 2 Tage wieder einkaufen, damit wir das morgen nicht machen müssen. Ja. Und ja, dann heißt es, gucken, haben die Stellplätze jetzt in Schleswig-Holstein auf, ja oder nein, wir lassen uns überraschen. Den Platz, den wir natürlich anfahren wollen, das könnte überhaupt schon sehr voll sein, das ist immer. Ja, es sind nur 5 Plätze da. Aber wir haben eine Alternative schon im Kopf und wenn das nichts wird, haben wir eine weitere Alternative im Kopf. Aber jetzt wollen wir erstmal einkaufen bzw. verpacken die Auffahrkeile und dann geht's weiter. Ja, angekommen hier in Rheinfeld. Plan A ist damit sofort aufgegangen, genau. Gott sei Dank, weil wir wollen wirklich mal eine Nacht hier stehen. Wir möchten auch mal ein Weinchen trinken, also wir haben echt mal Bock, jetzt Camping-Feeling in unserem Malibu zu haben. Und das Schöne ist, wir können die Dinger gleich mal ausprobieren. Genau, müssen wir sogar, weil wir haben, wie gesagt, 3 cm, glaube ich, vorne. Ja, und hinten. Also 3 cm vorne und hinten. Das heißt, der Platz geht in die Richtung ab. Normalerweise müsste hinten noch einer, also eigentlich bräuchten wir einen dritten, aber... Wir wollen mal nicht übertreiben, ne? Ich wollte gerade sagen, das wird schon passen, also... Das heißt, wir werden das jetzt ganz normal machen, wie das funktioniert, das wisst ihr, also Auffahrkeile... Für uns, wir haben das auch schon mal gemacht, im Teddy öfter, also von daher, das aber ist jetzt auch nicht das... Aber noch nie in unserem Bulli, genau. Und unserem Mali-Bulli auch noch nicht. Nein, das wird jetzt Kobi. Für uns das erste Mal. Das machen wir jetzt und dann melden wir uns von drinnen, denn es gibt für mich Kuchen, für ihn Obst und ja, mal sehen, für was... Für gibt's auch Obst. Für mich gibt es auch noch Obst. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter wird, weil vielleicht gehen wir auch noch ein bisschen durch Rheinfeld durch. Das wissen wir aber nicht. Da hinten sah es sehr schön aus. Da wollen wir euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten, wenn denn das Wetter gut passt, ja. Genau, das hatte ich, glaube ich, fast gesagt. Aber ja. Naja, ihr kennt uns ja, ne? Also dementsprechend. So, jetzt hier, mach was. Na, wir haben uns das bequem gemacht. Sitzen wieder bei gesundem und ungesunden. Und bei strahlendem Wetter, also Sonne ist auch super da gerade wieder. Ja, gerade ist es da, die Wolken da hinten sehen immer noch so gut aus, trotz allem, wir müssen jetzt erstmal was schnabulieren. Ich habe, wie gesagt, auch mal was Gesundes, ich zeige euch das, Aprikose und Banane. Und ja. Was Ungesundes dazu, ne? Das darf auch nicht fehlen. Ja, das gehört aber dazu. Ich habe noch Weintraube dazu, Apfel und die Aprikose habe ich nicht, aber dafür Joghurt. Ja. Ich werde dann mir das da gleich mal durchlesen. Und ich bin gespannt, ob er es schafft, denn wir müssen dazu sagen, wir fahren jetzt ja ungefähr einen guten Monat, sind wir mit dem Kuwi jetzt unterwegs. Ja. Und es gibt eine sogenannte Einstellung im Fahrverhalten, ob Sport, Normal oder Eco. Ja, im Getriebe gibt es das. Genau. Also für das Automatikgetriebe. Und er muss immer wieder auf Eco, weil Eco reicht wohl aus. Ja, der läuft gut mit Eco und wenn ich Power brauche, trete ich durch, kommt der Turbo, also dann alles gut. Der schaltet dann auch recht schnell runter. Aber er muss jedes Mal beim Neustarten auf Eco zurückschalten. Ja, weil er immer auf Power steht. Ich weiß ja nicht, ob das normal ist oder nicht, aber das will ich mir mal genauer angucken, weil wir wollen ja alle umweltfreundlich unterwegs sein. Also irgendwie muss das ja auch auf Standardeinstellung sein, ohne dass man immer wieder drücken muss. Das werden wir heute versuchen auch rauszubekommen und dann sagen wir euch das für die, die es auch nicht wissen. Ja, und wenn wir es nicht rausgefunden haben, dann sagen wir es euch, dann bitten wir um eure Hilfe. Genau. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Jetzt essen wir erstmal und dann melden wir uns nach dem Essen auf jeden Fall wieder. Also, in einem guten Hunger. Mahlzeit. Was ihr hier seht, das ist der Herrenteich. So viel konnte ich ermitteln. Und ja, der geht wohl. Bis da ganz hinten irgendwo ums Eck. Ich weiß nicht, wie weit man laufen kann. Ja, wir müssen gleich mal irgendwo gucken, dass wir da noch lang kommen. Da spielen gerade welche Bohlen. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie Abstand gewinnen können. Weil die natürlich da ziemlich den Weg versperren. Sollten wir aber hinkriegen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier rum. Wie gesagt, so viel hat hier rein für den Holstein nicht zu bieten. Aber schon schön. Schön ist auf jeden Fall zur Erholung. Ja. Was wir sagen können, der Stellplatz, wo wir stehen, sind 5 Wohnmobile, der ist kostenfrei. Strom ist da mit dabei, 1 Euro für 900 Wattstunden. Was sind also WH? 900 WH steht da. Watt. Und ja, Fähr- und Entsorgung gibt es auch, aber wieder das Problem, Entsorgung wieder nur, du brauchst einen Schlauch, also das ist echt blöde gemacht mit diesen Sanitationen. Da wünschte man sich mehr solche Ablässe. Ja, aber das ist nicht das Problem, wir haben woanders entsorgen können,
Oh, Klärchen kommt jetzt auch raus. Mhm. Auf jeden Fall schön, dass wir da für eine Nacht stehen können. Wir haben gerade mal gefacebookt und so und wir haben Bill aus Fehmarn gesehen. Oh mein Gott. Also da sind wir froh, dass voll wir ist es da überall. Woanders dann sind, vielleicht in einer Ecke, wo man halt nicht so oft ist. Aber Platz ist auf jeden Fall wunderbar. Und zeigen wir euch ein paar Impressionen hier. Also schaut mal selber. Genau. Da hinten gibt es wohl eine Art Stamped-Up-Paddling-Schule. Zumindest stehen die auf dem Brett und paddeln. Gehen wir davon aus, dass es sowas in der da gibt. Also informiert euch doch mal auf den Internetseiten, wenn das für euch Interesse halbe wäre. Für uns nicht, weil wir haben keine Klamotten in der Art bei. Und sicher wäre, ich mache Paddel, Paddel, Platsch. Und da habe ich keine Lust zu. Kilometer ist dieser obere Herrenteich. Herrenteich heißt er. Ja, richtig. Ist sehr lang. Und man braucht ca. 45 Minuten, um einmal rundherum zu gehen. Also wir waren jetzt im normalen Schritt unterwegs. Jetzt genau. Nicht extrem schnell, aber auch nicht langsam. Also von daher, ja. Passt das auf jeden Fall. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat immer wieder Sitzbänke, wo man sich hinsetzen kann. Man hat auch eine Hochbank. Das ist nichts für kleine Leute, muss ich sagen. Da muss man sich hochhieven. Dann haben wir ja gerade Scratch gesehen von Ice Age. Ja, sehr, mega cool. Sehr cool gemacht. Also man kann erstmal schön spazieren gehen und wir gehen jetzt schön zu unserem Malibu und gucken mal, was der so sagt, wa? Genau, mal schauen. Man könnte denken, es ist Frühling, es ist Sommer. Frühling ist ja wirklich. Im Moment ist der Sommer ausgebrochen, so ein bisschen. Genau, das ist aber ganz schön hier. Wir können jetzt frische Luft hier reinlassen, ohne Probleme. Also das Fliegengitter hinter euch ist offen. Ja, man muss wohl ein bisschen was zumachen hier in dem Wagen. Hat auch der Nachbar, nehme ich an, alles zugemacht, weil wenn die Sonne drauf donnert, dann, ja, dann ist er schon. Dann helfen die Plissés auf jeden Fall, Sonne ein bisschen rauszubringen. Das ist ganz gut. Da sind wir auf jeden Fall zufrieden mit. Ja, wir haben nachgelesen und wir haben keine Lösung gefunden. Nee, also die Betriebsanleitung studiert, aber es wird immer wieder gesagt, wenn Motor aus und wieder an, dann startet das Getriebe angeblich im Normalmodus. Tut's aber bei uns gar nicht. Bei uns steht's auf Power, deswegen ist das komisch. Ich habe keine Lösung dazu, ich weiß nicht, warum das so ist. Zumindest wenn ich den Schalter drücke, steht sofort Power. Also, oder er schaltet dann in dem Moment in Power um. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall zweimal drücken, jedes Mal bei jeder Fahrt, damit ich dann im Eco-Modus lande. Ja, ein bisschen schade. Vielleicht habt ihr aber eine Idee, ob man das irgendwo einstellen kann. Also, wie gesagt, wir haben über nachgeguckt. Ich habe es auch versucht zu googeln. Wir haben da keine Lösung gefunden. Vielleicht habt ihr eine, dann bitte runter in die Kommentare. Würde uns sehr, sehr freuen. Ja, wir werden jetzt bald anfangen zu kochen. Es ist jetzt 17 Uhr. Ich denke mal, zu 18:30 wollen wir auf jeden Fall was zum Essen machen. Haben ja wieder auch einen guten Verdauungsspaziergang gemacht. Mhm. Und ja, und dann werden wir heute Abend ein neues Spiel spielen. Das haben wir nämlich uns heute erst besorgt. Mal was anderes. Also wir sind ja immer gerne offen für neue Dinge und exotische Varianten.
Deshalb spielen wir Uno, aber Uno Flip. Ja, das heißt, da wechselt man Karten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, man dreht die Karten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Karten beidseitig gedruckt. Ja. Ah. Und dann hat man auf einmal ein ganz anderes Spiel. Wow, das ist ja noch besser. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt. Mal gucken. Also das könnte lustig werden. Das spielen wir, vielleicht spielen wir es auch jetzt gleich mal eine Runde. Weil ich glaube, wo ich jetzt gerade gesagt, wir machen Essen, hast du nicht so... Nee, ich habe noch nicht ganz Hunger, ehrlich gesagt. Aber ich war hier noch an Betriebsanleitung lesen, nämlich vom Schand. Also das heißt nochmal, wollte ich noch ein paar Sachen gucken. So ein paar kleine Einstellungen haben mich noch interessiert und das wollte ich nochmal genau nachlesen. Naja, mal gucken. Ein Unfall hätte es ja auch fast gegeben. Also ja, spannend. Der nächste ist soweit... Der nächste ist auch nicht bald weg, genau. Aber der kann anscheinend ein bisschen besser fahren. Ich weiß nicht, ob die nicht wissen, dass es da... also die machen hier irgendwas Komisches. Weil man kann auf der anderen Seite einfach drehen. Also anscheinend wissen die das nicht. Na gut, dann wird Stefan jetzt lesen. Ich werde mal die Spielregeln mehr durchlesen. Und du kannst die Dinger mal mischen, weil so lange brauche ich nicht. Dann können wir gleich eine Runde spielen. Genau, und dann melden wir uns zum Abendessen wieder. Genau. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wie schält man eine Kartoffel? Indem man so ein wunderbares Sparschäler hat. Und wie spielt man mit Matsch? Das ist kein Matsch, das ist Dings. Was ist das, Dings? Kackepeter, Hackepeter. Kackepeter. Wird Kacke später, so. Ja, ja, so heißt es, naja. Ja, auf jeden Fall, das ist so schön hier im Malibu, muss man sagen. Man kann wunderbar schön sitzen hier in der Dinette, um Kartoffeln zu schälen. Ja, man kann stehen, um vernünftig zu kochen natürlich. Es ist halt ein anderes Ganz anderes Feeling als halt wirklich mit dem Bulli. Das muss man sagen, das ist aber auch... War auch schön, aber ist anders. Zumindest so, wie wir das ja hatten, weil wir ja entsprechend kein Aufstelldach oder sowas hatten. Und entschuldigt bitte, dass ich euch nicht andauernd anschaue, weil wie gesagt, ich muss ja die Kartoffeln... Das wäre besser, wenn du dich nicht in die Finger schneidest. Ja, das könnte dann passieren. Ich bin ja so ein leichter Tollpatsch. Was soll das heißen? Naja, du nimmst gerne die Fettnäpfchen mit, die du kriegen kannst. Sagen wir es mal so. Ja, da habe ich keine Bulette, da ist bestimmt Fett drin. Ein bisschen? Ein bisschen geht immer. Ja, wir sind ja keine bayerischen... kein bayerisches Mett, ne? Sind keine Fettbuletten. Genau. Fettletten, so hieß es. Fettletten, die wunderbaren Fettletten aus der Schweiz. Wenn ihr das Video noch nicht geguckt habt, müsst ihr mal suchen. Das ist unser Wintercamping 2019 gewesen. Jo. Da gab es richtig schöne Fettletten. So, weil das jetzt nicht so spannend ist, wie ich hier Kartoffel schäle und Stefan entsprechend Buletten, Frikadelle, Fleischpflanzel und wie auch immer sie heißen, machen. Werde ich hier die Kamera gleich ausmachen und dann melden wir uns zum Essen wieder. Wird bestimmt höchst interessant werden. Stefan hat gekocht. Ich habe es zumindest versucht. Ja, das sieht aber sehr, sehr lecker aus. Problem ist, das sieht man natürlich so in der Kamera nicht. Muss ich jetzt ein bisschen ranhalten, die auch in das nichts runterfällt. Jam, 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 jam. Oh, vielleicht sieht man auch noch schön. Hausmannskost auf jeden Fall. Ja, so wie immer, ne? Also wir lassen uns das ja gut gehen. Ja. Und natürlich bei einem guten Wein, unser Haus- und Hoflieferant. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ist auch selbst bezahlt, ne? Ist keine Werbung, weil ihr seht, hier stehen noch andere Sachen drin. Dann müsste man das alles, wie weit soll man hier drehen, dass man das nicht mehr sieht? Es schmeckt uns halt ganz einfach. Genau, und jeder hat ja was, was ihm gut schmeckt. Ist überall ja, dass irgendwo Produkte da sind. Und schmeckt es auf jeden Fall. Und es regnet mal wieder. Ja, aber es stört uns nicht. Überhaupt gar nicht, weil wir haben hier einen schönen Spaziergang gemacht. Was soll man sagen? Also wir genießen das. So könnte es auch meinetwegen öfters sein, dass es halt tagsüber schön ist. Und wenn es abends regnet, ja mein Gott, okay, vielleicht wenn es regnet, wenn man schlafen will, ist es schön. Auch nicht gerade regnen. Naja, es ist halt schon schön, wenn man abends vielleicht nochmal draußen sitzen kann. Aber okay, gut. Ist jetzt heute nicht, ist auch nicht schlimm. Dafür haben wir wenigstens einen schönen Tag gehabt und das ist wichtiger. So, und in diesem Sinne. Darauf stoßen wir an. Prost. Prost. Wünschen und euch etwas und wir sagen noch guten Hunger, ne? Guten Hunger, natürlich. Genau. Wollen wir vergessen. Mmh. Mmh.
Sehr gut. Richtig lecker. So. Lecker war es. Ja, geschmeckt hat es auf jeden Fall. Und ich habe was ganz Neues gegessen. Ist jetzt so, ja, kann man essen. Soft als dänischer Art in Thüringen gefüllt. Sollte vielleicht eher DDR-Soft als abfüllen und das machen. Das wäre viel besser. Hm. War auch sehr sahnig. Also, naja, ich habe noch einen Becher davon. Und nicht wirklich gefroren, ne? Und leider nicht wirklich gefroren. Das ist wirklich der Nachteil von einem Absorberquetscher. Also wir sind nicht begeistert über den Absorber, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Was das Eisfach angeht. Ja, der Rest ist okay. Der ist kalt. Aber das Eisfach ist... Das kannst du vergessen. Das ist nicht wirklich... Ich könnte den jetzt auch auf 5 betreiben, aber... Haben wir schon getan. Wir haben es ja schon hochgetan. Das bringt aber nichts. Also es ist nicht viel kälter. Das ist halt das Problem. Also... Da fehlt wirklich Leistung. Das ist nicht gut. Ja, aber so ist das. So, wir kommen jetzt zu ganz internationalen Richtlinien. Ich muss nämlich jetzt diesen Platz verlassen und muss mich auf den linken Platz setzen, auf den Beifahrplatz, weil nach internationaler Verordnung... Ja, warte mal, vielleicht können die unsere Abonnenten ja mal sagen und unsere Zuschauer mal sagen, was das denn für ein besonderer Platz ist, der Beifahrerplatz. Genau, also es gibt eine internationale Verordnung. Und nach dieser muss ich mich jetzt, wie gesagt, auf der linken Seite setzen. Dann habe ich etwas zu tun. So viel können wir verraten. Dann kriegst du auf jeden Fall eine Aufgabe. Genau, so viel können wir verraten. Was die Aufgabe ist, das ist dann die Frage, die ihr hoffentlich richtig unter den... in die Kommentare beantworten könnt. Genau, das reinpackt. Zu gewinnen gibt es nichts. Außer ein... Einen herzlichen Glückwunsch. Genau, einen herzlichen Glückwunsch. Mehr gibt es noch nicht zu gewinnen. Irgendwann gibt es vielleicht bei uns auch was zu gewinnen. Aber noch ist es nicht so weit. So, wir werden jetzt, wie gesagt, was tun. Wie gesagt, das muss ja auch alles sauber gemacht werden. Aber das da nehmen wir nicht auf, sondern wir sagen mal dann bis gleich. Ich mache jetzt hier wieder meine Musik an, die wir leider ausmachen müssen, wenn wir aufnehmen. Weil das ist ja wieder GEMA und sowas. Deshalb machen wir Kamera aus und Musik an. Ja, dann los. Tja, meine Lieben, ihr seht, alles ist wieder weggeräumt. Wir haben unsere Arbeit getan. Waren wir fleißig? Wir waren immer fleißig. Und ich habe auch gerade mal so durchgeswiped und habe gedacht, oh, wir haben wieder viel gelabert. Und deshalb soll es das gewesen sein. Das heißt, das erste Video, was wir genannt haben, Campingstart in Schleswig-Holstein. Wir sind mit dabei. Ja, wir sind tatsächlich mit dabei hier in Rheinfeld, Holstein. Genau, richtig. Es wird noch weitere Folgen geben. Also wir werden auch morgen weiter drehen. Also das heißt, jetzt kommen wieder ein paar Reisevlogs für euch. Mal ein bisschen, wir testen das nochmal aus, ob das wirklich, ob ihr das wollt oder sagt, nee, die Reisevlogs sind dann doch nicht so schön, weil das ist ja Arbeit, die wir da immer haben. Aber ihr sollt auch mal einen Einblick haben, wie wir hier jetzt in Malibu auch ein bisschen klarkommen. Bisher würde ich sagen, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, exzellent. Ja, unsere Heizung ist gerade auf 12 Grad eingestellt. Und zwar den ganzen Tag schon. Naja, wir haben die Sonne. Ne, die also, heizt, das ist dann wunderbar. Und deshalb würden wir sagen, bleibt uns gewogen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Like da lassen. Abonniert unseren Kanal. Und alles, was ihr sonst so machen könnt, wäre schön. Und wir sind jetzt gespannt, in dem Moment, wo ihr nämlich schaut, wenn wir jetzt die Kommentare einfach mal durchlesen und mal sind gespannt, ob jemand weiß, was es zu der internationalen Regelung gibt, wenn man auf diesem Platz sitzt, also was Stefan jetzt machen müsste. So, ich glaube, jetzt reicht's, ne? Ja, jetzt reicht's. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Genau. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge bei Kreuzfahrtcamper. Genau. Ciao. Tschüss.